Ein Scout ist der Türsteher des Vereins. Die Suche nach dem neuen Star. Meiner Meinung nach ist es nicht mehr möglich, jemanden zu entdecken im klassischen Sinne, wie es vielleicht früher der Fall war. Scouting per Laptop, alles wird gläsern. Fast alle Länder der Welt oder interessante Ligen der Welt sind dort hinterlegt mit Videos. Christian Möckel nutzt diese Datenplattform täglich. Der ehemalige Chefscout von Hoffenheim und Sportdirektor von Hannover ist aktuell ohne Job in der Bundesliga. Er möchte auf dem Laufenden bleiben. Die Lizenz für das Scouting-Portal kostet Einzelpersonen 3.600 Euro im Jahr. Möckel zeigt uns bei ihm zu Hause, wie ein Scout heutzutage arbeitet. Am Beispiel des Augsburger Angriffstalents Marco Richter, hier mit einer seiner drei Torvorlagen in dieser Saison. Für einen rechten Außenstürmer zum Beispiel ist natürlich interessant, die erfolgreichen Dribblings in Prozent, dass mir die angezeigt werden. Und natürlich auch die Torvorlagen. Mit eben diesen Suchkriterien gehört Richter zu den besten 5 europaweit in seiner Altersklasse. Gut ist es zum Beispiel, wenn ich dann ein Video habe, wo ich dann sehen kann, wie hat dieser Spieler, den wir gerade beobachten, an dem Beispiel Marco Richter, eben gegen meine Mannschaft, in Anführungsstrichen TSG Hoffenheim, gespielt. Da gibt es die Möglichkeit, auf dieser Plattform mir alle Szenen aus diesem Spiel zu diesem Spieler anzeigen zu lassen, egal ob positiv oder negativ. Über 500.000 Spielerprofile sind dort abgelegt, aus mehr als 100 Ländern. Jede Woche ergänzt der Anbieter die Datenbank um 1.500 Spiele. Es gibt mehrere solcher Dienstleister. Möckel arbeitet mit dem Marktführer. 85% aller Vereine der Top 5 Ligen Europas nutzen ihn. Einige der besten Spieler der Welt nutzen unsere Daten. Wenn sie ins Stadion fahren, informieren sie sich über ihre Gegenspieler mit der Plattform oder über das Verhalten des Torwarts beim Elfmeter. Auch Schiedsrichter nutzen die Plattform, um Spieler und ihr Verhalten in Zweikämpfen zu studieren. Wie Christian Möckel sind heute viele ehemalige Profis Scouts. Der 45-Jährige bereitet sich auf ein Spiel der U21 von Greuther Fürth vor. Dort wird er später einige interessante Talente anschauen. Denn nur am Computer Spieler zu beobachten, das reicht nicht. Das ist ein Mensch, der in einer Gruppe funktionieren, nach Möglichkeit am besten funktionieren sollte. Und deswegen ist natürlich auch der Charakter, die Einstellung, die Selbstmotivation nicht zu unterschätzen. Man kann sich eine Mannschaft zusammenbasteln anhand von Daten, anhand von Videos. Bin ich aber 100% davon überzeugt, dass es nicht erfolgreich sein wird. Deshalb sind im modernen Scouting auch Social-Media-Auftritte der Spieler ein Kriterium. Es ist natürlich auch sehr viel Geld, was da in so einen Spieler investiert wird. Und es wird auch viel verlangt. Und es ist mittlerweile nicht nur so, dass es eben auf dem Fußballplatz stimmen muss, sondern es muss auch außerhalb des Fußballplatzes, also ob das Diskothekenbesuche sind, irgendwelche Eskapaden, Autos, was weiß ich, sollte dann schon auch mit berücksichtigt werden. Dass Christian Möckel bei seiner Auswahl von Spielern durchaus Erfolg gehabt hat, zeigt er uns in seinem Keller. Er ist es gewesen, der Dembaba 2007 nach Hoffenheim geholt hat. Durch Zufall. Denn eigentlich wollte Möckel einen Innenverteidiger sichten und dabei ist ihm Stürmer Bar aufgefallen. Carlos Eduardo hat er mit einem Trick verpflichtet. Da wurde dann auch schon ein bisschen gemauschelt. Also, ihm wurde dann gesagt, es ist eine 300.000 Einwohnerstadt. Bezogen war natürlich dann die Region mit Heidelberg. Wir fahren mit Christian Möckel zum Bayernligaspiel von Greuther Fürths U21. Kilometerfresser Scout. Zwischen 40.000 und 80.000 Kilometer. Von Sportplatz zu Sportplatz das Leben. Wenn man so will, ja, wenn man fleißig ist. Auch eine Facette des Jobs. Viele Reisen. Bei bis zu 250 Spielen, die ein Scout live sieht pro Jahr, kein Wunder. Immer mit dem Druck, die Trefferquote bei Spielern hochhalten. Sie sollte schon irgendwo über 60-70% sein, weil es ist natürlich auch viel Verantwortung. Christian Möckel ist inzwischen angekommen. Die Partie heißt Fürth U21 gegen Bayreuth. Möckel hatte sich vorher im Computer zu Hause die Nummer 18 von Fürth etwas genauer angeschaut. Benedikt Kirsch, Führungsspieler der U21, der bislang den Sprung zu den Profis noch nicht geschafft hat. Dennoch mag Möckel seine Spielweise. Der Eindruck bestätigt sich. Also man hat vieles gesehen im Video, was man hier auch sieht. Es ist natürlich immer schön, solche Spiele dann live zu sehen, um eben auch zu sehen, wie es gerade hier bei diesem Ball. Er hat gute Ballan- und Mitnahme, sehr gute Übersicht. Und findet dann auch wirklich den perfekten Pass in der Spieleröffnung. Sowas sieht man natürlich im Video auch, aber man sieht die Ballan- und Mitnahme, die Übersicht. Er weiß, was um sich herum passiert. Dieses Gefühl,
vom Live-Scouting, das kann man am Computer nicht nachempfinden. Das Gesamtbild aus Vorscouting am Computer, Social-Media-Kanäle checken und Live-Scouting plus ein persönliches Gespräch ergeben ein Gesamtbild eines Spielers. Ein Verein hat oft einen sogenannten Schattenkader. Heißt, für jede Position ein oder zwei Spieler, die möglicherweise in Frage kämen. Und die Scouts arbeiten das ganze Jahr daran, diese Spieler zu finden.